Willkommen bei Wildlands. So, und jetzt musst du noch einen Link in die Videobeschreibung setzen, damit die Leute auch verstehen, warum das so ist. So, liebe Zuschauer, das ist nur ein kleiner Gag unter uns hier in der Truppe. Es kommt nur aus unserem Netzwerk. So, und jetzt gehen wir, glaube ich, besser wieder in die Rolle, bevor wir hier komplett durchdrehen. Kommt ein Konvoi entgegen. Oh, aber dieses schöne Auto. Drohne fliegt. Das ist ein zweites Ziel. Toll. Robin. Wir müssen das schaffen, ohne dass dieser Wagen eigentlich... Ich hab den Wagen gerade. Ja, ich muss den Wagen fahren, dass der keinen Kratzer bekommt. Na, das lernen wir aber noch mit dem Zielen. Ach! Das. Schon wieder? Ich glaube, ich habe den Fahrer erwischt. Ja, der Fahrer ist down. Wir haben, was wir wollen. Tango getroffen. Verschwinden. Ja, hopp, hopp, hopp. Die Rebellen können die Nahrung später abholen. Dieses Auto ist einfach bombastisch gut. Ja. Wo lang? Nach rechts. Wann war das, du da noch fragst? Nach rechts müssen wir. Ja, was ich mit ihm in manch anderen Einsätzen schon erlebt habe. Ja, ich komme aus der deutschen Bundeswehr. Ich glaube, so genau wollen wir das gar nicht wissen, was ihr so zwischen unseren Einsätzen und den Einsätzen, die ihr zwei nur habt, da macht. Rechts. Naja, es sind nicht nur Einsätze, wo Bamba und ich alleine sind, da sind auch Bamba dabei. Aber, nee, ich will es lieber nicht erzählen, wie du sagst. Oh Gott, Aquaplaning! Schön auf der Straße bleiben. Beim Aquaplaning schleuderst du nicht wie verrückt, sondern du kannst nicht mehr richtig lenken. Weil du auf dem Wasserfilm dann rutschst. Ja. Also müsstest du eher jetzt in der Kurve geradeaus fahren. Bring mich nicht auf doofe Gedanken. Ich hab jetzt gerade irgendwie ein leichtes Déjà-vu. Fahren wir gerade einmal im Kreis? Aber wir kommen irgendwann an. Das sieht hier alles gleich aus. Wir fahren immer im Kreis. Dafür, das stimmt. Für einen Misstrauensantrag zu stellen und den Code A38 auszufüllen. Ich glaube, wir betreten gleich das neue Gebiet. Da vorne nach rechts. Und davon echt? Abgesehen, wer hier am Meutern ist, der kriegt eine Kugel im Kopf. Bist du wirklich A38 ausführen? Ja, ist Cappuccino! Guck mal, hier ist das Gebiet Cappuccino. Anhalten. Cappuccino, nicht Cappuccino. Ja, Cappuccino, Cappuccino, wie auch immer. Und dann nageln wir ihn fest. Ja, du erfindest ja so ein Cappuccino, oder? Das sind Gegner übrigens. Gracias. Hat er gut geklappt. Achtung, er schießt ihn, bevor er funken kann. Was ist unser Auftrag überhaupt? Verdammt, sie haben es bemerkt. Wir wollten den Typen hier befragen. Das haben wir erledigt. Wir sollten wieder ins Auto einsteigen und abhauen, weil die Uni da sonst herkommt. Ich höre die jetzt schon funken. Ja, oh ja, ich sehe sie auch. Okay, ab ins Auto sofort. Shit, Enno ist gefallen. Oh! Fuck! Geh in Deckung. Warte, ich sammle Wanwa ein, wenn ich ihn finde. Ich hatte es gerade schon mit Enno versucht, aber... Gib mir Deckung! Von wo denn? Das funktioniert gut.
danke. Das war knapp. So, dann heben wir die anderen auf. Das ist momentan sehr viel. Danke. Dankeschön. Eieiei. Das. So, Unidad. Das ist gemütlich. Eieiei. Schnell. Oh, am Boden wieder. Ja, hinter uns. Einsteig. Oh, im Ernst. Ich fahr erstmal, genau. Ja. Ich glaube, in die Richtung wäre es vielleicht bestimmt gut. Irgendeinen habe ich getroffen, hoffentlich den Fahrer. Ich fühle mich, als würden wir nur noch auf drei rechten Reifen fahren. Bei rechten? Ich glaube, mein hinterer rechter Reifen ist kaputt. Ich weiß nicht, ob du abkürzen kannst nach links rüber. Kann ich. Lass mal gucken, wann war. So weit. Dann fahren wir zu der Stadt. Soweit ich sehen kann, ist da hinten rechts in Ordnung. Noch weiter links. Ach, die Stadt. Also, oh, die ist aber groß. Das ist ja die Hauptstadt. Ich hatte gerade Bohnen am Telefon, aber ich konnte sie nicht so genau verstehen, weil ihr da reingebrabbelt habt. Du hattest die Bohnen. Mit mir telefoniert die nicht. Ja, Bitch. Hast du keine Möglichkeit, unsere Kanäle zu muten? Nein, das hat nicht so ganz funktioniert. Ach. Vor allen Dingen, da ihr da nun mal direkt neben mir gesessen habt. Okay. Ist nicht so schwer so. Hier vorne nach rechts rüber, das ist eine Gebäude hier, da können wir jemanden befragen. Ah, da. Ja. Hi, wie läuft's? Hi, wie läuft's? Gracias. Okay. Gut, der hat uns auch schon mal ein bisschen geholfen. Genau in der Mitte der Stadt ist noch ein Lager, ein Informationslager meine ich. Ist diese Stadt relativ sicher? Und auf der anderen Seite. Jein, wir haben im Osten der Stadt, wenn ich das richtig sehe, da haben wir Feinde. Und ich tippe mal darauf, quasi im Nordosten auch nochmal. Okay. Aber seid überall vorsichtig. Weil dann würde ich grob allgemein nach Ressourcen suchen. Wir müssen ein bisschen, also von unserer jetzigen Position müssen alle ein Stückchen nach Nordosten laufen, damit wir in die Mitte der Stadt kommen. Okay. Ist eh ein scheiß Wetter, unsere Tarnung funktioniert bei Regen nicht. Also sie versucht schon anzuspringen, aber schafft es halt nicht, uns zu verbergen. Naja, sie muss ja irgendwelche Macken noch haben, sonst wäre sie schon marktreif. Wobei die Herstellung dürfte ja immer noch viel zu kostspielig sein, selbst für eine Massenproduktion. Ich will es auch hoffen, ich will der Einzige sein mit dir zusammen, der das Ding hier benutzt. Hm? Pass auf, es läuft hinterher jeder Ghost mit so einem Ding rum, hallo? Was ja auch okay wäre, weil wir alle auf derselben Seite sind. Ist mir egal. Wir sind Team Alpha 1 hier, also, ne? Also wir sind das beste Team, ja? Haben wir die Information schon? Hier sind Informationen, das sieht aus wie eine Bank. Ja, sind auch Bankschalter und so, hier müssen Informationen drin sein. Oh, ich habe da wieder ein paar Millionen eingesackt, die ich abgeben muss. Dann kann ich die ja mal... Glaube ich nicht im richtigen Gebäude. Schaffen wir uns hier irgendwie zu sammeln? Bei der Bank, ja. Neben der Botschaft. Die Bank sehe ich, glaube ich. Ach, neben der Botschaft. Jo. Also es ist irgendwie sind in dieser Stadt relativ wenig Fässer und so. Deswegen bin ich ein bisschen enttäuscht. Was gibt's denn Schönes hier? Naja, nichts wirklich Berauschendes. Taschen, alles klar. Ja, und Quinoa hinten rechts. Quinoa? Ist aber das Mittel der Wahl gewesen. Wir sind auf der Suche nach Informationen, Jungs. Das sieht mir eher aus wie Stoff. Wir mussten aber... Dass die Mädels hier wieder shoppen hier. Hallo? Da. Ah, da ist ein Berg. Einer weniger. Okay, ich habe aus
Versehen das feindliche Gebiet gefunden. Das ist relativ groß in dieser Stadt, aber... Ja, ich hab's auch gerade aus Versehen entdeckt. Musste gerade schon einen erschießen. Prima. Also wir könnten uns an der Hauptstraße Richtung Norden bewegen und weiter Informationen sammeln. Oder wir holen uns eine Medaille im Osten. Ich bin für alles. Okay, dann gehen wir erst nach Osten, weil das näher dran ist. Die Drohne ist unterwegs. Reaper, ich glaube, das Plakat hier würdest du dir gerne zu Hause hinhängen. Oh, Kaffeebohnen, ja! Achtung, seht ihr die Markierung der 1? Ja. Kaffee. Haben keinen Sichtkontakt. Ja, ich sehe die 1. Die 1 ist gleich tot, die geht gleich. Ich habe auch Sicherheitskontakt. Aber das hier ist unsere Richtung, in die wir wollen. Um das schon mal zu sagen. Ach ja, so ein Monsunregen. Ah ja, und die Tarnung bringt halt einfach nix. Achtung, neue 1 ist ein Sniper. War ein Sniper. Okay. Ich bin da unter diesem Lagerdach. Die jetzige 1 und die 2. Dort befindet sich unser Ziel. Da ist die Medaille. Okay. Sehr ein Drittel. Genau das Gebäude, wo die 3 drauf ist. Wurde gerade schon wieder wie fast gesehen. Wie hießen nochmal diese komischen Überwurfschals? Also jetzt nicht so ein Schal, den man sich nur um den Hals, Ponchos, sondern die man halt so komplett... Ponchos. Genau. Kann man hier hinten welche holen, die sehen gar nicht mal so schlecht aus. Achtung, da sind Leute auf der Straße bei der 4, 2 Stück. Oh, hier vorne ist auch schon einer. Ich glaube, das hier ist der nächste zu uns. Wo befindet ihr euch genau? Ja, bei dem Gebäude der 3. Ne, 3. Okay. Bei der 1, die hat aber noch eine unmarkierte Begleitperson. Ich habe die Medaille bekommen. Ja. Okay, also ihr seid in dem Gebäude, wo die 3 drin war. Ja. Die 3 ist gerade ausgeschaltet worden von mir. Ja. Und hier soll irgendwo der Dings sein? Oder ja, was? Oben. Ja. Oben. An der Außentreppe und dann. Manba, pass auf, geh nicht alleine zu weit. Ich bin 5 Minuten, 5 Meter entfernt. Auf die Treppe und dann... Ich meine nur, weil die 4 und die 1, die haben jeweils eine Begleitperson. Das wird so ein ganz schön. Ach hier, ich hab den. Aufmerksam werden. Ja genau, mach Luftschläge. Okay. Oh, ich werd gesehen in der Bank. Aber wir sind dran vorbeigefahren, das war ein Konvoi. Mann, wann muss ich auch komisch vorkommen? Hier fallen getarnte Menschen vom Himmel. Boah, sehe ich ja nicht. Rück einmal zu euch vor. Okay. Die Straßen sind immer noch total warm von der Hitze. Alarm ist aus. Alarm ist aus. Was denn? Was ist da? Ein dicker Fetter, Vorsicht, direkt um Eck. Okay, ich sehe ihn gerade, ja. Lass mal etwas zurückziehen, nicht dass er kommt. Er kommt. Okay. Ich bin nämlich jetzt hinter dem blauen Schrottcontainer. Und schläft. Da hat's knack gemacht. Müssen wir hier in das Gebäude rein? Das wo ist Autos? Warte, auf dem Dach von unserem Gebäude. Rüber. Auf dem Dach von unserem Gebäude ist einer. Hier links das Teil, nee, rechts das Ding oder was? Nee, das, wo wir dran stehen, das rot und graue. Auf dem Dach habe ich einen gesehen. Ich sehe nur einen Sportwagen drin, aber auf dem Dach sehe ich noch niemanden. Ich habe gerade einen gesehen. Wer ist, meinst du? Da, wo ich, da wo ich gerade dran bin. Da wo ich die 3 jetzt markiert habe? Tango am Boden. Ja, okay. Ehemalige 3. Neue 3? Links? Ehemalige 3. Okay. Achtung mit der 4, die hat eine Begleitung. Wann war, wo bist du? Ja, ich bin hinter der 1. Okay. Ich hab eure Wege verloren. Deswegen. Ich bin bei dir da beim Heli. Oben in dem Gebäude bin ich. Okay.
Das Backsteingebäude. Nicht schlecht eingerichtet. Ach, das wird dir gefallen, lieber. Wenn du einen persönlichen Knast in der Butze haben möchtest, dann bestimmt. Die Figur würde dir gefallen, lieber. Wieder so ein kleiner Sensenmann. Wander, wenn du von hier aus Richtung 4 gehst, das Gebäude, was da ist, da befinden sich die anderen beiden. Wieber, wo bist du? Gerade in der Garage, aber wenn du hier unten durch die Dings läufst, da... die haben hier einen eigenen Knast in der Butze. Ist das wichtig, wo ihr da seid? Los geht's. Oh. Wir schauen uns nur ein bisschen um. Ja, siehst du, voll der eigene Knast hin. Warum immer? Also deren Pornokeller oder so. Irgendwie sind die aufmerksam auf irgendwas. Da. Ja, es ist ja ein gewisser Wann war, der schon wieder seine Karren, seine Finger nicht von der Karre lassen konnte. Ich hab nur der Lavalage ausgelöst. Ja, genau. Eins und Begleitpersonen scheinen aber wieder ihre normale Route zu gehen. Okay. Ja, wir. Und drei nähern sich uns. Eins scheint mich doch bemerkt zu haben, obwohl die Tano aktiv war. Wir gehen einmal, denke ich, Richtung Süden wäre am angebrachtesten. Okay. Also wenn ihr von uns aus genau Richtung Süden und so ein ganz kleines bisschen weiter nach links guckt, dann ist da so ein kleines einsames Gutshäuschen, da gehen wir erstmal hin. Mhm. Und sofort? Welches gemeint ist? Helikopter. Feindlicher Heli! Nicht schießen, ich hab ne Geisel! Was ist denn? Ich befinde mich bei dem Gebäude. Stehender Beschuss. Mist. Ich bin an der C-Position. Drohne fliegt. Wo ist der Commander gefallen? Wir müssen erstmal unsere Position sichern. Wieso werde ich denn gesehen? Oh oh. Hier über der Straße hinten beim Auto. Anna lebt noch. Leute, wir haben ja auch Unidad. Mist, Unidad. Ja. Ich hab sofort Alarm geschaltet. Musst du gerade gucken, wo der Commander sein könnte. Er war nicht bei dem gleichen Häuschen, wie ich dachte. Links von uns habe ich was gehört. Links von uns irgendwo, Banwa. Was ist denn links von euch? Ich weiß nicht, wo ihr seid. Wir stehen immer noch im in dem Hof von dem Gebäude, schauen auf den Ausgang und links von uns. Au! Ich brauche noch mal Herzschläge. Die Dreckstarnung! Helf dir mal! Alter! Ich glaube, hier ist es gut. Scheiß Tarnung! Nee. So gut die ist, so scheiße ist die auch in solchen Situationen. Da kannst du jetzt natürlich nichts für. Ich wollte eigentlich mit der Karre vorfahren, damit du einsteigen kannst, dann können wir hier weg. Bitte sowas ankündigen, dann kann man sowas besser durchführen. So, wie sieht's aus? Wo stehst du? Wo ist... Ich bin in Sicherheit, aber ich weiß nicht, wo sie ist. Ich muss es einfach mal probieren. Ah, das war nicht erfolgreich. Hab ich hier links gehört? Navo? Ach, ich hab sie! Dann call... Ich hab sie schon. Dankeschön. Kein Problem. Helikopter? In Sicherheit, in Sicherheit, in Sicherheit. Verfehlt. Erstmal schauen. Mist, die zwei sind noch ein Fahrzeug in Deckung. Wow, den habe ich noch erwischt. Das sind zwei Helikopter, wollte ich mal nur so sagen. Ich sehe nur einen. Achtung, da sind zwei feindliche Fahrzeuge. Shit. Granate. Vorsicht. Reaper hat's erwischt. Wo ist Reaper gewesen? Im Innenhof. Innenhof. Ja.
Ich lebe wieder, danke. Ich bin komm da. Rein hier, Enno. Jetzt geht's Enno schlecht. Ja, ich hab noch ist Cooldown. Ach du Scheiße. Okay, ich fliege jetzt zum Innenhof los. Vielen Dank. Danke. Oh. Einsteigen. Ja, bin schon dabei. Auf. Ah. Wir hauen ab. Fahrzeug und also aufs Feld raus. Rechts, also hinter uns jetzt. Hallo, Wanwa. Hallo. Oh, shit. Das ist aber eigentlich kein Auto für Feldweg. Das kurze Stück muss er jetzt dafür herhalten. Aguante! Aguantenos un poco más. Los refuerzos ya salieron hacia su posición. Habt ihr Rebellen um Verstärkung gebeten? Oh. Klar, ihr seht unsere Männer gleich. Ich rufe die Rebellen zur Ablenkung. Baby, das ist schon wieder so eine Patchy. Mhm. Geh runter und in Deckung. Ja, bin in Deckung. Aber Talon. Wann war, komm mal mit? Ja. Hier ist ein Gebäude, wo wir rein können. Das knallt da hinten immer noch. Ich versuch den Heli mal vom Himmel zu ja, schießen. Ja, wenn du den vom Himmel geschossen hast, kannst du mal gucken. Das Lama okay, hat ziemlich Spaß. Okay, können wir doch nicht rein. Aber können wir uns wenigstens ein bisschen verstecken? Jetzt nicht mehr. Mist. Wow. Ja? Alter, was hat der für eine Ausweichmöglichkeit? Okay, verdammt. Wir müssen in das Gebäude da vorne, wann wir? Welches Gebäude da vorne? Ah, oh Gott. Shit. Könnt ihr den Apache ausschalten? Wir ja. sind dabei. Weaver versucht es gerade, es ist nicht so einfach. Ja. Einer okay. down. Der nächste kommt schon rechts. Scheiße, warte, das ist ein Tano. Hab ihn, er ist tot. Nee, den kriege ich nicht. Schnell in das Gebäude da. Oh. Okay, ist abgesichert, ich bin drin. Okay, ich bin bei dir. So. Leuchtrakete kommt. Habt ihr eine Möglichkeit für ein Fahrzeug oder soll ich... Ja, ja, das ist gar kein Problem. Warte mal. Wir sind in unserem Zielgebäude. Wenn ihr von euch aus Richtung Norden fahrt und dann so ein bisschen rechts. Ich kann euch übers GPS lotsen. Das ist ein relativ großes Gebäude außerhalb der Stadt. So eine Hacienda. Ihr fahrt quasi jetzt genau drauf zu. Ziel Nummer 5. Oh Gott, ey, diese Kiste. Auch das hier vor okay. uns, okay? Ja, genau das. Richt. In diesem Gebäude sind irgendwelche wir. Irgendwelche Gegner? Oh. Vorsicht. Hier ist die Route eines Kartellversorgungs-Helis. Wir sollten ihn übernehmen. Kiste hat echt ein ganz böses Handling. An die Arbeit. Okay, alle ins Auto. Wir fahren jetzt ein bisschen übers Feld. Okay, wir fahren jetzt links übers Feld. Hauptsache das neue... Noch weiter. Hauptsache, bis wir wieder Richtung Norden ungefähr gucken. Schön großen Bogen um die Stadt. Noch weiter. Aha. Jetzt müsste hier ein Feldweg irgendwie sein. Wir sind auf jeden Fall Alpakas. Noch weiter nach links. Ich glaube, ich muss weniger Drogen nehmen oder egal, also, was die hier ein ins Essen mischen. Wieso? Weil hier gerade so ein leichter Anflug von Star Wars Laserschuss in der Luft stehen bleiben war. Okay. Auch gut. So genau über der Stadt. So, du fährst jetzt auf eine Straße zu, da fahren wir nach links drauf. Sieht gut aus. Hier kannst du quasi abkürzen, indem du geradeaus fährst, wenn das nicht zu kritisch das ist mit der Bahn. Das ist nie kritisch. Okay, die Tankstelle vor uns. Das wo ist die Tankstelle? Puh. Ich habe uns irgendwie schon in der Tanksäule gesehen. Ich auch.
In der Tanksäule? Ich habe mich wohl eher durch die Luft fliegen sehen, vor der Tanksäule. Ja. Wie man es nimmt, alles nicht schön. Hier ist ein Klemmbrett. Oh ja. Baupläne für irgendwas. Ich weiß, wo eine Kartellsendestation ist. Das Geld nimmst du nicht mit, Reaper. Diese Infos zu einem Kernpaket, das an einer ungünstigen Stelle gelandet ist. Das bisschen? Das überprüfen. Das reicht doch gerade mal für ein Frühstück. Das ist doch gerade mal das Wechselgeld. Die Dorfkasse haben sie doch weggesperrt. Okay, und wieder ins Auto. Moment, ich fahre. Oh. Ja. Weg hier! Raus aus dem Auto. Wieso steigt ihr aus? Wegfahren! Oh, ich glaube, weil das Auto brennt, deshalb sind wir ausgestiegen. Ja, es brennt jetzt. Das Feuer hat es nicht gesagt. Unser Sani liegt beim Wrack. Ich versuche ihm aufzuhelfen. Jetzt komme ich wieder gut, oder? Verdammt, das war knapp. Wer hat auf die Säule geschossen? Granate fliegt. Vorsicht, Granate! Granate fliegt. Das war bestimmt das Auto, der Heli da oben. Granate fliegt. Nehmen wir das Schuss für uns. Habt ihr das jetzt bald mal? Oh! Ja, mit der freiwillig sein Fahrzeug hergibt. Ja. Wir haben nie gesagt, das Fahrzeug. Ich sag mal so: Das Kraftfahrzeugmeldeamt hat bald keine Einträge mehr zu verzeichnen. Wenn du so weitermachst. Das haben die hier in Bolivien, glaube ich, sowieso schon nicht, egal was er tut. Also was hat der denn für eine Steuerung? Und der hier steht zur Hälfte auf dem Parkplatz, auf der Straße. Können alle kein Auto fahren hier in Bolivien. Sagt der Richtige. Ich habe einen Führerschein. Aus welchem Land? Nach links. Ein ägyptischer, wo du hier drei Verkehrszeichen deuten musst, reicht nicht. Nee, ich hab den chinesischen, wo ich scharf nach rechts mich anmelden rechts muss. Auch noch Linksverkehr. Nee. Kein Wunder, dass der chinesische, da meldest du dich nur an, hey, ich will einen Autoführerschein haben und schon hast du den Lappen. Aber das war Prüfung schwer. Du musst noch nicht mal gucken, wie du fahren darfst. Du machst einfach nur hier, ich will haben, danke. Nach rechts. Ich sag mal so. Ich sag mal, solange er keinen indischen hat, runter. Ist alles in Ordnung. Stopp. Weil so wie die vor... okay. Okay. Du Bellwall. Da stehen Leute. Mir kommen wurde gesagt, hoch? Ich soll hier stoppen. Da ist auch ein Scharfschütze. Links. Auf 328. Ja. Ich hab noch einen Tango. Außerdem etwas leider dahinter auch noch einer. Drittes Ziel. Oder ist es ein Scharfschütze und ja, Vorrichter? Das ist auch ein Scharfschütze in den ersten zwei. Links, da ist noch einer. Okay. Also unseren Informationen zufolge soll hier in der Gegend ein Kokainlager sein. Der Heli sieht uns. Können wir den runterholen? Wir müssen. Den sollten wir runterholen, der ist schwer bewaffnet. Sehr gut. Das hat natürlich jetzt Aufmerksamkeit auf uns gezogen, wissen. Also hier irgendwo in den Bergen soll ein Kokainlager sein, das sollen wir zerstören. Lass mich raten, das ist der LKW, der da unten links steht. Ja, oder unterm Berg, weil hier ist eine schöne Höhle. Na prima, dann müssen wir hier unterm Berg sein. Ich glaube mal nicht, dass sie den LKW als so offensichtliches Lager nutzen. Okay, dann rückt mal zum Eingang vor, aber da sind gleich zwei Feinde. Oh Gott. Okay, hätte beide. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Dicht genug beieinander für eine Sprengung. Sprengdrohne oder so. Ich versuch's. Ich pack die Drohne aus. Du was? Du bist tot. Okay. Hauptsache, der nächste ist hinter mir. Kein Sichtkontakt. Granate kommt. Komme mierda, culeros. Ach, Mist. Wir können vorrücken. Behaltet die Eins im Blick. Bist du jetzt rumgekommen? Ja. Sehr gut. Erledigt. Okay, wann war bei dir ist Munition? Ihr könnt euch da aufmunitionieren. Wo genau ist man? LKW brennt. Ja, direkt beim Eingang der Höhle, ja genau. Okay. Da ist ein Depot voll weißem Pulver. Lasst uns Junkie-Herzen brechen. Achtung, das geht da ganz schön weit rein und da kommen zwei Leute raus. Ich hab die gar nicht gesehen. Weder die Markierung noch die Person.
So, wo ist hier das okay, Lager? Okay, ich kann leider nicht weiter markieren. Hier ist ein Leutnant, der ergibt sich aber, glaube ich, den können wir verhören. Ja, immerhin einer mit etwas Verstand. Ja, oder so ähnlich. Also er ist unbewaffnet. Yo, hier ist eine Waffenkiste. Verhören und dann... Coopere y todos saldrá bien. Dann haben wir noch eine Waffenkiste. Esta, habla conmigo. Habla. Habla. No habla conmigo. Pinche cabrón. Está bien, ganaron. Wenn er nichts sagen will, dann mach ihm Beine. Beine machen? Wir könnten ihm schön in der Explosion mithelfen. Moment. Ja. Silencio, Marche. Wir wollen das hier mit Stil machen. Wann war? Nein. Wann war? Okay, ich hatte eine andere Idee, aber das ist auch nicht schlecht. Nein, 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 wir richten so keine Menschen hin. Also ich habe nie irgendwelche Abkommen von Genf unterzeichnet. Du hast die auch nicht unterzeichnet, das haben deine Vorgesetzten gemacht. Aber solange du dich selbst durchjagst, ist uns das auch egal. Aber das gute Koks! Nee, im Sommer. Okay, dann raus hier. Speicherkarten. Achso. Alle draußen? Ja. Ich nähere mich, ja. Ja, okay, das war's dann mit Wildlands. Tschüss.